Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Wir haben zuletzt den Felstunnel tatsächlich hinter uns gelassen. Wir haben es geschafft und haben ihn erfolgreich absolviert. Und jetzt geht's hier also weiter und, oh, der nächste Trainer schon direkt. Wir schauen mal. Der Felstunnel, ja, den haben wir wie gesagt schon erlebt. Und direkt mal hier zwei Wege zur Auswahl. Das ist mal wieder hier sehr schön. Wir werden mal direkt ein bisschen durchtauschen, Pikachu jetzt mal eine Pause gönnen, welches ja auch zuletzt besiegt wurde tatsächlich. Das war schon ziemlich blamabel und vor allen Dingen auch krass und unerwartet. Hahaha, und er lacht uns aus deswegen. Der hat uns ausgelacht, das heißt, dem müssen wir eine mitgeben. Gibt's ja wohl gar nicht hier. Der Lucius. Mit einem Kleinstein. Darüber lache ich jetzt aber. Ich glaube, darüber lachen wir alle. Eieiei. Wie kann er es wagen, mit einem Kleinstein im Team über uns zu lachen? Aquaknarre wird jetzt regeln hier. So. Wer zuletzt lacht, lacht halt doch am besten. Glutexo Level 29 lacht hier ebenso. Und ein Georock. Okay. Auch damit können wir klarkommen. Insofern hier noch eine weitere Aquaknarre. So, auch das reicht mal wieder aus. Also, ja, ich glaube, Wasser-Pokémon und Wasserattacken vor allen Dingen sind, glaube ich, sogar ein bisschen effektiver, sogar noch als Pflanzenattacken gegenüber Gestein. Ja, und jetzt, ach, er musste nur niesen. Er musste nur niesen. Und er hat nur Pokebälle für uns. Alles klar. Also, das ist nicht gut. Dafür hier ein Pokéball mit einem, mit drei Superbällen sogar. Okay, das ist noch besser. Wir haben auch sogar von ein paar Trainern hier Hyperbälle im letzten Part bekommen. Das war ja auch schon mal ziemlich nice. Okay, hier würde ich aber sagen, tauschen wir wieder durch, weil da werden garantiert keine Gesteins-Pokémon kommen. Glaube ich zumindest mal. Puh, ich war lange nicht mehr in den Bergen unterwegs und jetzt bin ich echt erschöpft. Das bin ich und ihr wahrscheinlich genauso. Die Natalie mit einem Pikachu. Ach was. Jetzt heißt es hier Pikachu gegen Pikachu. Wir hätten mal auf Georock gehen sollen. Aber wie gesagt, das kann man vorher gar nicht wissen, mit was sie da um die Ecke kommt. Oh. Der Schaden gefällt mir gar nicht. Und Lichtschild, das ist aber okay. Denn das heißt, dass wir es jetzt locker schaffen werden. Trotz Lichtschild werden wir hier mit Doppelkick auf jeden Fall gut Schaden anrichten. Und tschüss, liebes Pikachu. Das war nicht schlau gemacht. Allerdings für uns ausgesehen war das schon ziemlich schlau. So, ein Tauboga. Noch besser. Da ist auf jeden Fall hier nichts zu holen für die Gute. Insofern mal ein Britzel-Turbo. Bevor wir hier noch alle Donnerblitze hier aussenden. Ihr wisst schon, was ich meine. So, Falltreffer und es ist besiegt. Oh Wunder, oh Wunder. Ich war vor dem Kampf schon fix und fertig. Was will man da erwarten? Ein paar Superbälle vielleicht. Die erwarte ich hier auf jeden Fall. Und da kommt der nächste. Einatmen und wieder ausatmen. Ach, die Bergluft ist so wunderbar erfrischend. Ja, ja. Der Heimke Naturbursche mit einem Krabbi. Eieiei. Ja, nachdem es für Pikachu im letzten Part nicht ganz so rund lief, jetzt hier auf jeden Fall gefundenes Fressen, wo man nur hinblickt. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum ich keinen Donner einsetze, das spare ich mir auf, wenn wir es wirklich brauchen. Denn Donner hat eine Trefferquote von 70%, geht also ganz gern mal daneben. Insofern für diese Pokémon hier reichen Attacken wie Britzel Turbo locker aus, insofern nichts riskieren. Ein Sandama, da riskieren wir jetzt auch nichts und wechseln mal. Wir wechseln mal zu. Ja, wohin denn überhaupt? Schillock. Ich glaube, Schillock wird das Ganze hier rocken. Da bin ich einfach mal ganz zuversichtlich hier. So. Also,
Eine Runde Aquaknarre wird nicht ganz ausreichen, aber im zweiten Versuch dann hoffentlich schon. Sandwirbel, oh nein, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich glaube, wir wissen alle warum. Die Gefahr ist jetzt sehr groß, dass wir nicht treffen werden. Aber von wegen. Natürlich treffen wir. War doch nur ein Spaß, liebe Freunde. Ich habe eingeatmet und wieder ausgeatmet. Trotzdem ist mir im Kampf die Puste ausgegangen. Die haben immer so schöne Wortspiele, das gefällt mir extrem. Allerdings, ihre Kampfskills lassen doch zu wünschen übrig. Oh je, der nächste Fleckmon-Typ hier. Hey du, möchtest du mein Pokémon sehen? Solange es nur das Pokémon ist, dann gerne. Lieber Damian mit einem Blutexo. Eieiei. Auch nicht ohne. Alles andere als ohne. Also probieren wir es aus mit einem... Ja, Donnerblitz sollte es schon sein. Und auch das könnte knapp werden, gefühlt. Ja, reicht aber aus. Doch, es reicht aus. Man muss nur sagen, man hat Angst, dass das nicht klappt. Und dann klappt es doch. Das ist einfach alles immer nur reine Taktik von uns hier. Okay. Dann haben wir hier soweit alles abgegrast und können weiter nach unten. Gehen Süden. Und wir erreichen Lavagna. Die nächste Ortschaft hier. Was ist das denn? Ein Tragosso? Und unser gute Gary. Was für ein Turm. Und der haut auch ab. Okay, mit dem Turm hat es wohl irgendwas auf sich. Du, weißt du was? Im Pokémon-Turm soll man nicht laut sein und so. Das sagt Mama immer. Okay. Ist das vielleicht dieser... so eine Art Spukturm oder so? Das neue Sylph Scope enthüllt, was dem bloßen Auge verborgen bleibt. Sylph Company. Okay. Das erste, was wir jetzt machen, ist auf jeden Fall unser Team auf Vordermann bringen. Denn wir haben doch schon ein paar Federn lassen... im Tunnel. Gut, aber dank des Tunnelblicks haben wir es ja geschafft. Insofern alles gut. Ah ja, gut, das war jetzt ein sehr flaches Wortspiel, aber egal. Gut. Was sagen die Leute hier denn so? Team Rocket würde für Geld jede noch so böse Tat vollbringen. Da hat der gute Mann aber recht hier. Tragossos tragen noch Schildmasken, stimmt's? Die soll man teuer verkaufen können. Ich hoffe, der hat das nicht vor. Sag mal, stimmt es eigentlich, dass die Dicta aus Kanto vollkommen kahl sind? Mein Dicta hat nämlich Haare auf dem Kopf. Sollen wir mal unsere Exemplare tauschen, um sie vergleichen zu können? Nee, gerade nicht. Nicht wirklich, kein Interesse. Aber danke. Na, redest du mit uns auch? Ich habe gesehen, wie die Mutter eines Tragosso versucht hat, Team Rocket zu entkommen. Sie konnte aber leider nicht fliehen. Ich hätte ihr helfen sollen, aber ich war vor Angst wie gelähmt. Immer dieses doofe Team Rocket. Manometer. Nicht schön. Gut. In letzter Zeit sollen im Pokémon-Turm häufig Gespenster herumspuken. Eieiei. Ich glaube, das hat mit den Pokémon zu tun, die von Team Rocket entführt wurden. Die sind nämlich nie wieder zurückgekehrt. Soll das heißen, dass Team Rocket die Pokémon umgebracht hat? Pokémon Clubhaus, ehrenamtliche Arbeit aus Verbundenheit. Man will es sich gar nicht vorstellen, was Team Rocket so Böses vollbringt. Seltsam, Mr. Fuji ist nicht zu Hause. Wohin mag er gegangen sein? Das hier ist Mr. Fujis Haus. Er ist sehr fürsorglich. Er kümmert sich um ausgesetzte und verwaiste Pokémon. Ist dieser Mr. Fuji vielleicht auch zum Turm gegangen? Ich glaube auf jeden Fall, wir müssen zu diesem ominösen Turm. Diese Stadt ist für ihre Pokémon-Ruhestätte bekannt. Trainer bringen ihre verstorbenen Pokémon in den Pokémon-Turm und gedenken ihrer dort. Ach, wie schön. Lavagna, die edle violette Stadt. Glaubst du an Gespenster? Ja. Hm, es gibt also Leute, die an sie glauben. Ja, ich vermute mal, wir werden noch welche sehen.
So vom Gefühl her. Der Duft von Räucherstäbchen entspannt. Alles klar. So, ich suche nach Items, mit denen ich im Kampf vorübergehend die Statuswerte meiner Pokémon erhöhen kann. Sie heißen X Angriff, X Abwehr und so weiter. Hast du die Beleber gekauft? Die sind total praktische Items, mit denen man kampfunfähige Pokémon wiederbeleben kann. Auch das wissen wir bereits. Wenn du zusammen mit einem Koop-Trainer kämpfst, kannst du mit zwei Pokémon gegen ein einzelnes generisches Pokémon antreten. Das wäre richtig gemein. Das wäre ja mal richtig gemein. Sowas machen wir natürlich nicht. So, okay, ein paar Superbälle können wir vielleicht doch nochmal kaufen hier. Gut, jetzt haben wir wenigstens mal ein bisschen mehr Geld hier. Ist auch schon mal was. Gut, Beleber, nochmal zwei Stück. Da müssen wir, glaube ich, sogar 10 Stück haben. Und das soll es auch mal gewesen sein, erstmal. Wir wollen mal nicht übertreiben. Sage ich jedes Mal. Am Ende haben wir dann doch Engpässe wahrscheinlich. So, wer ist denn hier? Gib mir immer schön Mühe. Gib dir immer schon Mühe, wenn du dir einen neuen Spitznamen für dein Pokémon ausdenkst. Oder würdest du gerne ein Leben lang mit einem peinlichen Namen rumlaufen? Nee. Wobei peinlich ja auch relativ ist. Ich meine, jeder mag manche Namen und wiederum andere finden den Namen dann wahrscheinlich doof. Insofern, allen recht machen kann man es eh nicht. Weißt du, was diese Fieslinge von Team Rocket getan haben? Sie haben Knogger entführt, die Mutter von dem kleinen Tragosso, um das wir uns jetzt kümmern. Ich glaube, keiner hat sie je wieder gesehen. Das dürfen die doch nicht einfach so machen. Das dürfen sie auch garantiert nicht. Und ich würde sagen, dass wir dann jetzt auch mal diesem Geheimnis auf die Spur gehen. Was haben wir hier eigentlich noch? Route 12. Okay, da wollen wir noch nicht hin. Was wir auch nochmal tun können, ist nochmal jetzt geschwind mal ein bisschen auf die Karte schauen. Um mir nochmal so einen Überblick zu bekommen, wo wir eigentlich sind. Wir sind genau hier in Lavagna über den Felstunnel gekommen. Eine ruhige und erhabene Stadt mit einem Mausoleum für verstorbene Pokémon. Und genau dieses Mausoleum werden wir jetzt dann einmal erkunden. Pokémon-Turm, hier ruhen Pokémon in Frieden. So, was macht hier auch der gute Gary, unser gute Kumpane bzw. Konkurrent so drin? Wir werden es herausfinden. Bist du hier, um den verstorbenen Pokémon zu gedenken? Was für ein lieber Junge, du hast ein Herz aus Gold. Da hat sie mal wahre Worte gesprochen, die gute. Mein Pipi fehlt mir so sehr. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Das tut mir jetzt wirklich leid. Na sowas, du bist aber ein niedlicher Junge. Willst du etwa den Pokémon-Turm besuchen? Was bist du doch für ein liebes Kind. Da fällt mir was ein. Die Pokémon dort freuen sich bestimmt, wenn du ihnen in hübscher Kleidung gegenübertrittst. Ein formelles Set. Okay. Wir können auch nochmal tatsächlich unser Outfit wechseln demnächst. Mein Fukano, warum hast du mich verlassen? Ich bin eine Exorzistin. Eine Exorzistin, oha. Ich spüre eine rastlose Seele oben im Turm. Das klingt gar nicht gut. Nun denn. Der Pokémon-Turm wurde in Andenken an verblichenen Pokémon errichtet. Okay. Oh je, und da drüben sehen wir schon unseren guten Kumpanen, wollte ich gerade schon sagen. Wobei, Konkurrent trifft es eigentlich ja eher. So, hier haben wir noch eine Elixier. Das ist auch ganz cool. Aber ich bin mal gespannt, ob wir hier noch ein paar Gegnern bzw. ein paar Geistern begegnen werden. Und ein paar Trainern vielleicht auch. Das ist ja schon mal eine spannende Frage eigentlich. Aber wir bleiben bei Pikachu jetzt aber. Willst du kämpfen? Will sie nicht. Selbst die Exorzistinnen wissen nicht, was es mit all den umherirrenden Gespenstern auf sich hat. Wenn wir doch nur einen Sylph-Scope hätten, dann könnten wir der Wahrheit vielleicht auf den Grund gehen. Heißt das, wir brauchen auch so einen Sylph-Scope? Ja, könnte sogar sein.
Ich würde sagen, dass wir dann einmal schauen, was auch unser gute Gary da so zu sagen hat. Und das Ganze werden wir dann auch herausfinden. Das dann aber im nächsten Part, denn dann geht es hier in diesem etwas gruseligen, aber auch, ja, ehrwürdigen Turm weiter. Und bis dahin, meine Lieben, macht es gut und ciao!